Servus zusammen. Und heute möchten wir über die Biersaison berichten. Alle, die da waren, und ich würde sagen, wir legen direkt los und erzählen einfach mal. Basti, fang direkt mal an. Auf geht's. Ja, also was ich persönlich ganz cool fand, das war jetzt meine erste große Operation eigentlich, so mit 1000 Spielern. Fand ich mal richtig cool, das mal zu erfahren, mal das Ganze mitzuerleben. Kann es natürlich nicht viel mit anderen großen OPs vergleichen. Fand es aber richtig gut eigentlich, das einfach mal mitzuerleben und dieses Spielgefühl einfach, dass so eine Masse an Spielern da ist, das muss man erstmal miterleben und das kann ja auch kein Video näher bringen, da muss man einfach mal live dabei sein und das war schon eine Erfahrung, muss ich sagen. Weil, wie fandest du so die Parkplatzgeschichte und generell das Ganze? So fand ich es ganz gut, ich denke mal auf die Orga werden wir wahrscheinlich noch drauf eingehen. War richtig gut, man ist reingekommen, man hat verschiedene Zugangspunkte haben können oder man konnte halt durch verschiedene Zugangspunkte ist man auf den Parkplatz gelangt. So kann man es mal besser ausdrücken. Man wurde gleich von der Orga empfangen, man musste so einen kleinen, ich nenne es mal Kfz-Brief ausfüllen, wer ist der Fahrer, wem gehört das Fahrzeug, bla bla bla, Telefonnummer. Dann ging man vor zu der Anmeldung, hat man halt seinen Wisch alles bekommen und dann wurde man gleich eingewiesen. Bei uns halt direkt durch den Schnipsel, was ich ganz gut fand. Somit eigentlich war das Parkplatz suchen keine große Sache, vor allem weil wir ja eigentlich doch relativ spät angereist sind, aber Orga hat es gut gehandelt, wir haben unseren Parkplatz gehabt, passt perfekt. Ich würde sagen, wir gehen dann mal weiter zum Tobi und wir beginnen einfach wieder von vorne bei dir dann. Tobi, ihr habt ja alle drei, wart ihr Spieler. Wie war das bei dir oder wie war es bei euch dann mit dem Waffenkronen und alles? Habt ihr das Chrono schnell empfunden oder eben nicht? Das Kronen ging zügig vonstatten, war auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Nach dem Kronen ging es dann direkt los ins Spielgeschehen. Da sind wir dann mit dem Laster zu unserem Spawnpunkt verlegt worden. Wir waren auf der anderen Seite vom Fluss, war eine richtig coole Fahrt. Den Berg runter, war also super, hat mir super gut gefallen. Schon mal diese Anreise mit dem Laster, ist mal was anderes. Ja. Felix, wie gesagt, ihr wart ja alle drei als Spieler. Jetzt haben wir so dieses Drumherum-Club abgebacken. Felix, jetzt mal von deiner Seite das Spielerische. Nach dem Vorausverlegen ging es dann, glaube ich, auch relativ zügig los mit dem Spiel. Man muss auch dazu sagen, ich war als wirklich rein als Kameramann, als dritte Person von außen. Ihr wart als Spieler unterwegs, sieht man ja auch in den Videos davor. Was kannst du spielerisch zu der OP sagen? Ja, war richtig cool. Vor allem das Gelände hat uns ziemlich gut gefallen, würde ich sagen. Und obwohl es ja auch relativ anspruchsvoll ist. Ja, genau. Uns, also es ist viel Hügel und so weiter. Und der Fluss war ziemlich cool. Mit Durchquerung natürlich. Aber auch cool, ja, die Action, was halt abgegangen ist. Die zwei Seiten und dann noch die Störtruppe, was uns gestört hat, sag ich mal. Ja, die Jungs waren super unterwegs. Einwandfrei. Also ich denke, als Spieler wurdest du gut bedient. Basti, dann machen wir bei dir weiter spielerisch. Kannst du irgendwas zu Highlandern sagen oder Ingame-Aktionen, die nicht so gut waren? Oder was war auch gut? Gutes und Schlechtes? Also, was ich sagen kann mit dem Guten, fange ich mal an. Ich fand es eigentlich richtig geil, das muss man sagen. Man kennt die Leute, vor allem die Größe, ne? 1000 Spieler ist schon eine Nummer. Man kennt die Leute überhaupt nicht. Und entgegen jetzt gerade den Medienberichten so bla 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 bla, Airsoft-Spieler, der Amokläufer schlechthin. Das waren Typen, hilfsbereit, man hat sich geholfen bis zum geht nicht mehr. Das fand ich richtig geil. Also kennt man jetzt von anderen Sportarten nicht so unbedingt. Also Respekt auch so, du hast Leute getroffen, man hat sich zusammengeschlossen, war aber auch ein bisschen schwierig wieder, weil es so eine Fülle war. Jetzt gibt es auch so ein bisschen den Negativpunkt. Was ich empfand, das Spiel an sich, klar, ist eine Nummer, aber irgendwie, ja, es gab so Stellungskriege, einfach nur brr, 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 also, ja. Dann, was ich als großes Kontra meiner Meinung nach sehe, also, sorry, falls sich da jetzt irgendeiner angegriffen fühlt, sorry, wenn ihr das anders seht, wir haben das so erlebt, der Störtrupp, fand ich nicht gut. Zumindest auf den Sachen, was uns betroffen hat jetzt als Spieler. Wir waren noch mal bei jeder Fraktion durch das Filmteam, wir haben zu uns Spielen gekümmert, aber wir waren ja bei jeder Fraktion dabei, also auch mal bei den Bierdieben und auch bei den Bierbrauern. Und da haben wir das bei allen so erlebt. Tobi, wie gesagt, ihr wart ja alle drei immer im Grüppchen unterwegs. Tobi kann ja auch dann für die anderen sprechen.
Wir haben ja gesagt, das Gelände ist sehr schwierig, weil es sehr hügelig und alles hin und her. Wie fandest du die Bewegung und auch die Verteilung der Action? Also wie konnte man sich im Gelände fortbewegen? Wie war das, wenn man mal raus wollte, wieder rein wollte? Wie habt ihr das empfunden? Oder wie war das tatsächlich so? Viel Bewegung war eigentlich nicht. Also vor allem am Anfang war viel Stellung. Wir waren viel an einem Fleck. Es ging nicht vorwärts, nicht zurück. Es wurde einfach nur immer hin und her geschossen. Es war eigentlich so gut wie keine Bewegung drin am Anfang. Man konnte es umgehen. Wir haben es dann öfters mal probiert. Sind aber nicht wirklich vorangekommen, weil dann wirklich überall nur eine Frontlinie war, sage ich mal, wo man einfach nicht durchkam. Das war dann so vom Spielerischen her. Und wenn man dann auch mal zurück in die Base wollte, also zum Zeltplatz, war es auch. Es ging da relativ weit den Berg wieder hoch. Es war relativ warm, 30 Grad ungefähr. Ja, sogar. Und es gab halt keinen Rücktransport, was relativ schwierig war. Alles klar, ich würde sagen, gibt es Felix von deiner Seite spielerisch noch irgendwas zu sagen? Ansonsten, wie war generell die Orga, wie war generell der Aufbau, Zeltplatz, das Ganze drumherum? Wie fandest du das? Also spielerisch gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Zeltplatz an sich, ja, also es war alles ziemlich eng, sage ich mal. Also nicht so viel Platz zur Verfügung, das heißt, es war alles ziemlich eng gestanden. Also wir haben ja gerade noch so einen Platz ergattert, sage ich mal. Und orgatechnisch? Wie fast? Orgatechnisch hat es ganz gut funktioniert alles. Kann man jetzt nichts sagen, dass irgendwie was schlecht gelaufen ist. Also konnten uns gut mit denen unterhalten, haben immer was bekommen, wenn wir was gebraucht haben. Nachfragen, kein Problem. Alles super. Ansonsten Verpflegung, Basti? Verpflegung war ja so gesehen Eigenverpflegung. Ja. Jeder war selbst dafür zuständig, also um sein eigenes leibliches Wohl zu sorgen. Es gab dann natürlich auch von dem tschechischen Betreiber so einen Kioskstand. Ja, Preise waren eigentlich fair. Und das Essen, also Tobi und ich, wir haben uns da mal was kurz so eine, nennen wir es Currywurst oder so. Nicht genau. Bekommen Essen. Ja. Gab es da eine Beilage? Nur ein Brot? Brot gab es, ja. Aber ich glaube, da waren noch die Pommes aus gerade oder... Ich glaube, nee, die wollte es später machen. Ja, das genau, gab ja. Das später alles, ja. Also war es ziemlich spät wurde? Nee, Mittag. Zu früh, Mittag, ja. Zu früh dran. Ja. Zu früh, alles klar. Ja. Also wir haben halt Mittagspause gemacht aufgrund der Temperaturen, da ging halt nichts mehr. Wir waren ja schon seit Spielbeginn durchgehend permanent da. Und so hat es eigentlich ganz gut geschmeckt. Also klar, eine deutsche Wurst ist dann nochmal was anderes. Und vielleicht so, der Eiskaffee war jetzt vielleicht nicht so Eiskaffee. Aber so... Für das, dass es da mitten in der Prärie ist und eigentlich ja Selbstversorgung ist, kann man nicht meckern. Meine abschließende Frage, hattet ihr Spaß? War es gut? Ja. Also, ja, definitiv. Ja. Wollt ihr sonst irgendwas mitteilen? Gibt es noch irgendwas? Ich fange mal von ganz rechts an. Nee, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Tobi, willst du noch was raushauen? Ja, also ich muss auch noch sagen, das Rahmenprogramm, was geboten wurde, also abends dann vor allem auf dieser Bühne mit den Spielen, wo dann die einzelnen Shops auch ihre Sachen, ihre Gewinne halt eben da rausgegeben haben, fand ich auch sehr gut. Also war eine coole Action auch, war genau, da, lustig. Da war ja hier Software Store war am Start, ICS mit einem kleinen, ich sag mal, Infostand war da. Und WSS Berlin, die waren da, da konnte man natürlich sich einiges anschauen, einiges austesten, war natürlich super, wie immer, bin ich immer ein großer Freund davon. Und natürlich die Panzer-Action als Rahmenprogramm wurde auch noch angeboten. Stimmt, richtig. Also das fand ich, also das Rahmenprogramm war super, meiner Meinung nach, finde ich gut. Hast du was raushauen? Also ich würde nur mal sagen, orgatechnisch Glanzleistung, war richtig gut gemacht. Also an alle Teams, nicht nur an die Hauptorga. Auch nochmal großes Lob an die Sunnies, also die scheinen von meiner Sichtweise auch einen guten Job gemacht zu haben. War noch des Öfteren in Gebrauch. Oh ja. Kann man jetzt leider sehen, aber ja. So eigentlich Top-Leistung von denen, das muss man auch sagen. Waren aber eigentlich mehr so Kleinigkeiten, Pellungen und Spinnenbiss. Zwei größere Spinnenbiss. Der eine hat sich durch das Kreuzband gerissen. Ja, stimmt, das Kreuzband. Ja. Der soll sich mal nicht so haben hier. Steckschüsse gab es auch. Oh, ja, okay. Ja. Das war aber das Nachtspiel, also nicht so speziell. Okay. Gutes, ja. Muss man selber wissen, ob man da mitmacht. Nachts. Ja. Ja. Nee, aber ansonsten top. Also wie gesagt, meiner, ja, also was ich halt gut finde, wäre erst so ein Transport einfach mal. Das wäre echt geil. Gerade bei den Temperaturen vielleicht.
gar nicht so großartig, aber vielleicht mal einfach so wie so Bushaltestationen, wo halt einfach mal dieser Lastwagen einfach mal alle 10 Minuten rumfährt. Halt oder irgendeine top. Zeit halt, wo... Ja, oder in der Stunde, ja. Genau. Ja, wie gesagt, ich kann nur als Kameramann sagen, dass ich den Spielfluss eigentlich sehr gut fand. Ich habe nur faire Spieler gesehen. Außer der Geschichte mit der Elite-Truppe, dass da irgendwas stattgefunden haben soll, möchte ich mich auch gar nicht weiter einmischen, weil ich nicht genau Fakten habe. Ich habe die Elite-Truppe nur auf der Seite der Gelben gesehen. Das waren, glaube ich, die Bierdiebe. Ansonsten habe ich eigentlich nur viel Action gesehen. Man sieht es dann in den Videos eben entsprechend. Ich fand es von außen her, sah es gut aus. Die Leute hatten Spaß. Natürlich wurde wie immer diskutiert, Kleinigkeiten, das ist gehört im Airsoft so. Aber die Leute hatten Spaß. Die wollten halt eben Airsoft spielen, sich nicht sinnlos besaufen. Es war die Bierzone. Ja, es geht um Bier, aber auch Softdrinks und allem drum und dran. Es gab viel Spaß. Rahmenprogramm, Zeltplatz war super. Viele Leute waren da. Ich fand es natürlich sehr, sehr geil. Mir hat Spaß gemacht, vor allem orga-technisch. Auch die Leute, die man kennenlernt, Schnipsel, HTSE, Sunnies und Platzwart. Und das ASVZ größtenteils, das Orga-Team, Haupt-Orga-Team und so weiter alles. Aber ich fand es eigentlich eine schöne Geschichte rundum. Ihr habt, wie gesagt, als Spieler von eurer Seite berichtet. Ich habe es halt so nur gesehen, sage ich nur. Gelände habt ihr alles dazu gesagt, ist halt eben Tschechien, das Gelände ist halt so. Man kann es mögen, man kann es aber auch hassen. Ja, man muss ja nicht, ist halt Airsoft, ne? Kann man so oder so. Ich fand es eine schöne Geschichte und würde mich freuen, wenn es nächstes Jahr genauso gut oder besser wird. Und somit wäre ich durch. Wie gesagt, wenn ihr noch was habt jetzt oder... Und so weit sind wir fertig. Dann melden wir uns ab. Haut rein. Gedacht. Und du musst es natürlich erzählen und berichten und mit euch drüber diskutieren. Was ist vorgefallen in NRW? Hat ein Großelternpärchen, zwei ältere Menschen, ihren Enkel einen Gefallen getan. Die Enkel waren 12 und 14 Jahre alt und haben den Enkeln klassische Kirmes-Soft